Wir dürfen einen neuen Neuzugang vorstellen. John Verhoek ist bei uns. Du hast gerade unterschrieben, morgen geht es direkt zum Training. Die Fans werden es morgen erfahren. Wie groß ist die Vorfreude auf den VfL? Ja, sehr groß. Neue Herausforderung, nach 4 Jahren bei Hansa Rostock zu spielen. Bei einem geilen Verein wie VfL zu spielen, ist halt überragend. Ich habe richtig Bock, die Jungs zu sehen, aber auch in dieses schöne Stadion zu spielen. Auf was dürfen sich die VfL-Fans freuen? Was ist John Verhoek für ein Spieler? Ich bin ein typischer Mannschaftsspieler. Ich kämpfe bis jeden Meter und sehr kopfballstark. Und er gibt nie auf. Und wir halt auch die jungen Jungs helfen innerhalb der Mannschaft. Und dass wir vor allem zu Hause mit diesen Fans im Rücken alles geben werden. Und da bin ich auch ein Teil von. Du kennst die zweite Liga sehr, sehr gut, hast viele Jahre jetzt darin gespielt. Worauf jetzt ankommen, damit der VfL am Ende die Klasse halten kann? Ich glaube, dass du als Mannschaft stabil sein musst, von Anfang an. Es bringt nicht zu sagen, wir müssen jetzt sofort, klar, du wirst sofort die Punkte musst du holen, aber du musst geduldig bleiben, du musst als Mannschaft klar im Kopf bleiben, auch wenn du mal Niederlagen hast oder was auch immer, musst du zusammenbleiben und nicht auseinanderfahren. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in der zweiten Liga, weil nur eine Mannschaft kann, die zusammenrückt, zusammenbleibt, in der zweiten Liga bleiben. Du hast sicherlich Gespräche mit Amir geführt, mit Tobi geführt. Kannst du ein bisschen berichten, wieso die Gespräche waren und ob es vielleicht auch einen Faktor gespielt hat? Das ist absolut ein Faktor gespielt. Für mich, jeder weiß natürlich, wie das gelaufen ist bei Hansa Rostock. Leider sehr bitter auch für mich, weil er eine gute Zeit gehabt hat. Die ersten Momente habe ich gedacht, lieber noch nicht wechseln, weil ich das noch nicht wollte. Aber nach vielen Gesprächen mit dem Trainer und mit Amir habe ich ein super Gefühl gehabt. Ich kenne auch ein paar Mannschaftskollegen schon aus wie Timo Beermann, ich sage schon Eule. Naja, aber er hat auch schon vieles Positives gesagt und die Gespräche sind entscheidend immer für mich. Wenn ein Verein, ein Familienverein, die so gerne haben will, dann das macht dich stolz und dann bist du auch unbedingt für die kämpfen und laufen und alles. Also, schön. Deine drei Jungs sind mitgekommen. Was haben die gesagt, als du gesagt hast, es könnte zum VfL gehen? Ja, schön. Klar, überrascht auch natürlich. Aber die haben schon direkt welche Nummer frei waren. Und ich habe gehört, dass die 23 nehmen muss. Deswegen nehme ich die 23. Das ist schön. Ja, aber die freuen sich. Wie gesagt, neue Verein, zweite Liga kennen die schon. Aber die werden auch die Fans kennenlernen und das freut mich auch für die. Wir wünschen Ihnen einen super Start bei uns und vielen Dank fürs Interview. Danke. Danke.